Ja, liebe Zuhörer und Pferdefreunde, es ist mal wieder Dienstagabend, 19.30 Uhr. Ein, glaube ich, ganz interessantes Thema heute Abend auf dem Schirm, und zwar der Magen-Darm-Trakt des Pferdes. Viele werden von Ihnen sagen, naja, das ist ja nicht so spannend, aber ich habe in letzter Zeit gerade wieder, manchmal fällt einem das ja auf, wenn mehrere Fragen immer wieder gleichzeitig kommen, die Fragen gestellt bekommen, mein Pferd hat zwar eine Kolik, aber was passiert denn da eigentlich? Warum sind Pferde denn überhaupt kolikanfällig? Und die Situation Kolik ist ja auch immer eine sehr dramatische. Und um dieses Thema Kolik eigentlich nochmal von der Pike auf aufzuarbeiten, habe ich heute mal die Anatomie mitgebracht, sodass jeder von uns sich das mal vorstellen kann, was tatsächlich da in dieser großen Bauchhöhle überhaupt vor sich geht. Und die Thematik ist eben auch, von draußen guckt man zwar auf eine, ich schalte Ihnen mal den Bildschirm so ein, guckt man zwar auf ein großes Tier, man sieht auch natürlich einen großvolumigen Bauch, man kann sich auch vorstellen, dass da drin ganz viel passiert, nur es ist eben sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht diese ganze Anatomie im Kopf hat. Und diese Anatomie ist so etwas, was eigentlich heute das Thema ist. Die Problematik Kolik ist eine Sache, die, ich sag mal, ganz vielfältig ist. Kolik heißt ja eigentlich nichts anderes als Schmerz in der Bauchhöhle. Ich will mich aber heute mit den schraffierten, Überschriften hier beschäftigen, und zwar Magenüberladung, Verstopfung, Magen-Darm-Krampf, wie kann das passieren, Darmverschluss, Verdrehung, Einklemmung und solche Geschichten. Und ich denke, das ist einfach schon wichtig, damit man, oder man muss wissen, wie das da drin funktioniert, damit man auch nachvollziehen kann, dass das eben doch ein sehr großes Problem ist. Und je besser wir informiert sind, desto besser ist, glaube ich, auch das Verständnis, sich mit Ernährung, Bewegung des Pferdes und so weiter auseinanderzusetzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spezielle anatomische Voraussetzungen, ich mache mal so einen kurzen Überblick nur, damit wir so ein bisschen so ein paar Überschriften haben. Die Magen-Darm-Länge des Pferdes, ich hatte das auch bei dem Kolik-Referat schon mal vorgetragen, ist relativ groß oder sehr lang. Das heißt also, die Magen-Darm-Länge des Pferdes ist 1:12 zur Körperlänge. Das heißt, wenn wir so ein Pferd mal nehmen, 2,40 Meter, 2,50 Meter lang etwa, mal 12, dann sind wir irgendwo bei 30 Meter Darm. Und diese 30 Meter Magen-Darm, das ist schon eine ganz schöne Länge, wenn man bedenkt, dass dieser Darm ja in die Bauchhöhle irgendwie reinpassen muss. Und damit das überhaupt funktioniert, muss der Darm oder kann der Darm nicht in einer geraden Länge da drin sein, würde ja gar nicht funktionieren, sondern er muss sich in vielen Windungen in irgendeiner Form in diese Bauchhöhle hineinbringen. Und das Problem ist, dass diese Darmschlingen sich natürlich nicht miteinander verdrehen oder ineinander einstülpen sollten. Aus dem Grunde ist der ganze Darm sozusagen am Darmdach oder am Bauchhöhlendach befestigt mit mehr oder weniger langen Aufhängekonstrukten, Aufhängebändern nenne ich es mal. Und diese Mesenterien, das sind im Prinzip Strukturen, die von Tier zu Tier auch ein bisschen unterschiedlich sind und die auch natürlich eine gewisse Fixation des Darmes an der Stelle machen, wo er hingehört. Aber der Darm kann ja nicht festgeschraubt werden, dann könnte er sich nicht mehr bewegen. Und der Darm selbst hat eine sehr intensive Beweglichkeit, um den Magen-Darm-Inhalt von vorne aus dem Magen über den Dünndarm, Blinddarm, in den Dickdarm und nachher natürlich auch ins Rektum transportieren zu können. Dieser Magen-Darm ist dadurch, dass er sehr lang ist, 1:12, also rund 30 Meter, ein großer Schlauch. Und dieser Schlauch wird aktiviert dadurch, dass da Schlauchinhalt drin ist. Und diesen Inhalt können wir jetzt nicht nur mit Kraftfutter füttern oder Kraftfutter füllen. Das würde so viel Energie und so viel Probleme bereiten, das könnte das Pferd gar nicht verarbeiten und wir würden das Pferd sicherlich krank machen. Das heißt, wir brauchen Ballaststoffe, Rohfaser. Rohfaser ist selbst nicht besonders energiereich oder gar nicht energiereich, hat aber die Aufgabe, ein gewisses Füllmoment hineinzubringen. Also langer Darm, großes Volumen, auch ein großes Futtervolumen, was da hinein muss, ohne die Energie zu übertreiben. Also Energie und Masse müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ich sage das deswegen sehr betont, weil ein Großteil unserer Pferde viel zu schwer ist, viel zu fett ist. Das heißt, es wird viel zu viel Energie hineingegeben und die Pferde häufig tatsächlich mit viel zu wenig Rohfaser gefüttert. Das heißt also, das Verhältnis Energie, das Verhältnis Menge Futter ist nicht in einem vernünftigen Verhältnis zu dem, was das Pferd benötigt.
Das Pferd benötigt eher energieärmeres Futter, aber dafür eine relativ große Menge. Also Menge und Energie muss in einem gesunden Verhältnis für das Pferd sein. Wichtig ist, und das will ich im Vorfeld auf jeden Fall auch noch mal kurz erwähnen, ist, dass die Zähne des Pferdes in Ordnung sind, denn die Zähne bereiten das Futter zur Verdauung im Magen-Darm-Trakt vor. Deswegen hat das Pferd so einen großen Kopf. Der große Kopf ist nicht für das große Gehirn, der große Kopf ist für die Zähne, für die Zahnanlagen gedacht. Und diese Zahnanlagen müssen natürlich auch intakt sein, damit sie also auch ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht werden, nämlich das Futter zu zerkleinern. Also Zerkleinerung des Futters erhöht die Effektivität der Fütterung. Dazu bitte Zähne anschauen. Das Pferd ist ein Lauftier. Das Laufen führt dazu, dass das Pferd sich natürlich trainiert, die Muskeln der Beine, des Rückens, des Halses und so weiter. Aber das Pferd stimuliert über seine Bewegung auch die Magen-Darm-Motorik. Das heißt also, wir brauchen die Bewegung des Pferdes, damit also auch gleichzeitig ein Stimulus auf die Magen-Darm-Motorik ausgeübt wird. Ohne Bewegung, ein Pferd im Stall hat eine deutlich schwerere oder zumindest nicht sehr effektive Verdauung. Das Pferd nutzt die Bewegung gleichzeitig, um auch eine gewisse Unterstützung der Magen-Darm-Funktion zu generieren. Grundsätzlich, und das müssen wir auf jeden Fall uns nochmal vergegenwärtigen, ist das Pferd ein Tier, was nicht ohne Bakterien, verdauende Bakterien überhaupt existieren kann. Also das Pferd ist darauf ausgerichtet, dass es eben nicht alleine, wie wir Menschen zum Beispiel, wir können relativ mit wenig oder gar keinen Bakterien unser Essen, unsere Nahrung so aufbereiten, dass sie verdaulich wird. Das kann das Pferd in dieser Form nicht, sondern dieses Pferd braucht Bakterien, die vor allen Dingen im Bereich des Blinddarms, aber auch im Dickdarm sitzen und dort im Prinzip einen großen Teil der Verdauungsarbeit leisten. Und diese Bakterien brauchen genauso wie der Darm selbst eine gewisse, ich sag mal, Mixtur, eine Struktur. Und wenn wir zu viel Energie, sprich also zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate und Stärke füttern, dann züchten wir sozusagen eine Bakterienkultur im Magen-Darm-Trakt, die nicht mehr effektiv arbeiten kann und auch nicht pferdegerecht ist. Aus dem Grunde, also nicht nur wegen der Füllung dieses langen Rohres des Magen-Darm-Traktes, sondern auch für die Lebensgrundlage der entsprechend beteiligten Bakterien brauchen wir diese Rohfasermengen. Das heißt also ein gewisses Volumen. Volumen kann man im Wesentlichen über Heu oder über Heu und Stroh durchaus in einer ergänzenden Art und Weise dem Pferd zuführen. Das ist also das, was wir als Rohfaser oder als Rauhfutter bezeichnen. Ich will Ihnen aber heute ja die Anatomie darstellen, und zur Anatomie gehört so ein bisschen der Vorspann, deshalb habe ich das auch nochmal vorangesetzt. Die Anatomie dieses Magen-Darm-Traktes muss man einfach mal sich vergegenwärtigen, damit man einfach auch mal ein bisschen weiß, was passiert denn da eigentlich. Und da geht es so ein bisschen einmal um die anatomische Grundstruktur, es geht aber auch um die Mengen- und Längenverhältnisse, es geht auch so ein bisschen darum, was passiert in einzelnen Darmabschnitten. Und ich habe hier jetzt mal diesen Magen-Darm-Trakt Ihnen einfach hier mal so als Zeichnung mitgebracht. Und Sie sehen meinen roten Pfeil. Der rote Pfeil simuliert also den Eingang in den Magen. Den Eingang in den Magen wird über die Speiseröhre gemacht. Das heißt, das Futter wird zerkleinert im Maul. Das Pferd schluckt das zerkleinerte Futter in den Schlund. Und der Schlund führt also unmittelbar in den Magen. Und der Magen ist das, was hier hellblau ist. Und dann ist es im Prinzip so, der Magen als sehr kleine Einheit beim Pferd transportiert also dann diesen Mageninhalt, der durchaus aufbereitet wird auch im Magen, da komme ich gleich dazu, dann weiter in den sogenannten Dünndarm. Und dieser Dünndarm hat mehrere Anteile. Sie sehen jetzt meinen roten Pfeil, den zweiten, der aus dem blauen Bereich in den gelben Bereich übergeht. Und das ist jetzt der sogenannte Zwölffingerdarm. Zwölffingerdarm heißt das, weil beim Menschen dieser Darm so lang ist wie die 12 nebeneinander liegende Finger. Also relativ kurz, beim Pferd ist er etwas länger. Dann sehen Sie einen weiteren roten Pfeil, der dann aus dem überlagerten Grünen, das ist aber trotzdem alles Dünndarm, das ist dieser Zwölffingerdarm, dieses Duodenum. Wir kommen gleich nochmal zu den lateinischen Ausdrücken, die ich Ihnen mitgebracht habe, weil in vielen Veröffentlichungen diese lateinischen Ausdrücke drinstehen und Sie sollten doch zumindest mal eine Idee haben, was ist denn damit gemeint.
Sie kommen also jetzt von dem Zwölffingerdarm in den zweiten Anteil des Dünndarmes. Und Sie sehen schon, das ist also ein Darm, der ist sehr, sehr lang. Das ist dieser richtig große gelbe Schlauch, der sozusagen in der linken unteren Hälfte der Zeichnung ist. Und dieser Darm ist der sogenannte Leerdarm. Der wird als Leerdarm bezeichnet und endet dann, roter Pfeil, am Ende des gelben Schlauches in den sogenannten Hüftdarm. Dieser Hüftdarm, das Ilium, ist das Ende des Dünndarmes und endet dann in den Blinddarmkopf. Das, was Sie hier sehen, roter Pfeil in dem hellgrünen Feld, ist dann der Blinddarm. Und ganz oben in diesem Bereich des Kopfes des Blinddarms endet der Dünndarm und füllt sozusagen diesen Blinddarm auf. Und Sie sehen schon, der Blinddarm ist irgendwo eine Sackgasse. Der endet unten spitz. Das heißt also, alles, was da reingefüllt wird in den Blinddarm, muss wieder aktiv raustransportiert werden. Sie sehen jetzt den nächsten roten Pfeil. Aus dem Blinddarm wieder heraus in den Dickdarm. Und das ist eine Aktivität. Sie können sich vorstellen, dieses große Gebilde, das sehen Sie auch gleich nochmal so ein bisschen annähernd im Bild, aber nächstes Mal habe ich, wie gesagt, auch die ganzen Pathologien und die Innereien mal so ein bisschen als Bilder mitgebracht. Dieser Blinddarm hat eine ganz wichtige Aufgabe. Er muss sich nämlich von Zeit zu Zeit kontrahieren, damit er also diesen Blinddarminhalt auch dann weiter transportiert in den Dickdarm. Und der Dickdarm, da beginnt mit dem sogenannten großen Kolon. Das ist man nennt es den Kolon Aszendens, der aufsteigende Dickdarm. Und Sie sehen schon, die Form dieses Kolons erinnert so ein bisschen an ein Hufeisen. Ich nenne es mal ein doppeltes Hufeisen. Das heißt also, dieser dunkelgrüne, dicke, breite Schlauch als das große Kolon ist also wie ein doppeltes Hufeisen auch in der Bauchhöhle tatsächlich so geformt und endet dann in das Kolon transversum, also ein Übergang zwischen dem großen und dem kleinen Kolon. Und dieses kleine Kolon oder das Kolon descendens, wie es dann so im lateinischen Ausdruck heißt, ist der hintere Anteil des Dickdarms. Und der hintere Anteil des Dickdarms endet dann in den sogenannten Mastdarm. Das ist im Endeffekt das Ende. Da in dem Mastdarm wird sozusagen kommt es zu einer Formung, gibt es zu einem, ich sag mal, Stau so ein bisschen, bis tatsächlich sich genügend Pferdeäpfel angereichert haben und dann zu einem schubweisen Absetzen dieser Pferdeäpfel. Dieses Absetzen der Pferdeäpfel passiert beim Pferd sehr häufig, nämlich 10 bis 12 Mal am Tag. Das ist also physiologisch, also so oft wird äppelt ein Pferd pro Tag. Das ist eine ganz normale physiologische Situation, also circa alle 2 Stunden. Ich gehe mal weiter und gehe mal so ein bisschen ins Detail. Und zwar, wenn ich mal hier den Pferdedarm jetzt angucke und Sie sehen, ich habe die Farbe immer entsprechend der Farbe auf dem Bild, das ich immer rechts mit einblende, mal so gewählt, damit Sie so ein bisschen auch zuordnen können, wo bin ich denn eigentlich jetzt hier? Und dieser Dünndarm, der ist also das, was sich an den Magen anschließt, der ist circa 20 Meter lang. Und jetzt haben wir vorhin gehört, der Gesamtdarm ist 30 Meter. Man sieht also, der Dünndarm hat den größten Anteil der Darmlänge, hat aber im Grunde genommen dafür natürlich einen deutlich geringeren Querschnitt. Auch das kann man, glaube ich, so ein bisschen aus der Zeichnung schon ersehen. Und dieser Dünndarm ist ja aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Sie erinnern, den Zwölffingerdarm, das ist Duodenum heißt es. Das ist etwa 1 Meter lang beim Pferd. Also beim Menschen diese 12 Finger nebeneinander liegend. Jetzt beim Pferd natürlich, weil auch ein größeres Tier und auch eine etwas andere Größenlängenverhältnis. Beim Mensch ist das Größenlängenverhältnis etwa so 1:6. Also der Darm im Verhältnis zur Größe des Menschen etwa halb so lang wie beim Pferd. Da ist ja das Verhältnis 1:12. Und dieses Duodenum, dieser 12-Fingerdarm beim Pferd, wie gesagt, etwa 1 Meter lang. Dann kommt dieser sehr lange Leerdarm, das Jejunum, das also im Grunde genommen dann ganz den großen Anteil ausmacht, nämlich 18 Meter. Und der Hüftdarm, das ist das Teil, was dann einen relativen
kurzen Schlauch sozusagen ausmacht und den Übergang zwischen dem Dünndarm und dem Blinddarm macht, 30 bis 70 Zentimeter. Das ist einfach mal, damit Sie mal so eine Idee bekommen, wie sind denn die Längenverhältnisse denn da in diesem im Magen-Darm-Trakt überhaupt verteilt, wo ist was? Und wenn wir nachher dann über irgendwelche Krankheiten sprechen, kann man das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Dann kommt anschließend der Dickdarm. Ich zähle den Blinddarm zum Dickdarm dazu. Das heißt also, der Dickdarm insgesamt hat etwa eine Länge von 8 bis 10 Metern. Also im Verhältnis zum Dünndarm der kürzere Anteil. Und dann fangen wir mal mit dem Blinddarm an. Der Blinddarm ist dieser sehr große, hellgrüne Teil in der rechten Zeichnung. Der ist etwa 1 bis 1,20 Meter lang, aber natürlich unheimlich dick im Durchmesser. Ich habe Ihnen gleich mal so ein Bild von einem Blinddarm mitgebracht, damit Sie sich mal eine Vorstellung machen können, wie dick ist denn so ein Blinddarm überhaupt? Also dieser Blinddarm ist nicht vergleichbar mit dem Blinddarm des Menschen, denn der Blinddarm beim Pferd hat eine Aufgabe, ist nämlich eine sogenannte Gärkammer. Kommen gleich noch dazu. Und dann geht es weiter in den das Kolon, den Grimmdarm, den Dickdarm. Und da haben wir ja auch gehört, da gibt es ein großes Kolon, ein kleines Kolon und das sogenannte Querkolon, das Colon transversum. Das ist aber nur ein paar Zentimeter. Der eigentliche große Anteil, deshalb heißt es auch großes Kolon, dieses Dickdarms ist der erste Teil. Der ist nicht etwa 4 Meter lang und relativ dick im Querschnitt. Und dann kommt das kleinere Kolon, das ist etwa 2,5-3 Meter lang und ist im Querschnitt deutlich weniger. Ganz zum Schluss, das Rektum sind 30 Zentimeter. Das heißt also, der letzte Teil des Darmes, kurz bevor es dann durch den Anus nach außen geht, sind etwa 30 Zentimeter. Man kann sich vorstellen, in diesen 30 Zentimetern kommt es dann über die Zeit, über die kontinuierliche Verdauungsaktivität des Magen-Darm-Traktes dazu, dass dort im Prinzip so ein bisschen das Ganze gesammelt wird und dann schubweise alle 2 Stunden das Pferd dann äppelt. Insgesamt ist dieser Gesamtschlauch, dieser gesamte Magen-Darm-Trakt aktiv. Das heißt also, es kommt immer, es ist wie ein lebender Schlauch, kann man sich vorstellen, der kontrahiert und schiebt dann immer Stückchen für Stückchen den Mageninhalt weiter. So, und diese Funktionen habe ich Ihnen auch mal so mitgebracht, denn ich will Ihnen auch sagen, was passiert denn eigentlich an welcher Stelle? Der Magen-Darm ist jetzt nicht so, dass es alles das Gleiche ist, sondern da gibt es schon einzelne Funktionen. Jeder hat seine Aufgabe. Und ich beginne jetzt mal in der Maulhöhle, weil das eine wichtige Aufgabe ist. Die Maulhöhle, ich hatte vorhin gesagt, die Zähne in der Maulhöhle sind dafür da, das Futter zu zerkleinern. Je besser ein Pferd kaut, je intensiver ein Pferd kaut, desto kleiner sind die Bestandteile. Warum ist das wichtig? Die Bestandteile werden dann von den Bakterien, die ich Ihnen eben angesprochen hatte, die also in dem Magen-Darm-Trakt drin sind, dann sehr viel leichter sozusagen aufgeschlossen, weil dieses mechanische Zerkleinern die Oberfläche vom Futter vergrößert. Je mehr Oberfläche, desto mehr können die Bakterien und die Verdauungssäfte natürlich auch diese Bestandteile zerkleinern und verdaulich gestalten. Das heißt, sie müssen ja durch die Darmwand dann entsprechend in den Körper übertragen werden. Der Speichel ist ein Magen oder ein Saft, der gleichzeitig schon so ein bisschen diesen Verdauungsprozess initiiert und ein ganz wichtiger Teil des Speichels, und es ist ein wichtiges Thema, dass die Pferde auch viel und gut speicheln, ist, dass dort ein Puffer produziert wird, ein Bicarbonat. Bicarbonat ist eine Flüssigkeit, die also Säure zum Beispiel neutralisieren soll. Und das ist ja hier ganz wichtig, denn wir kommen gleich in den Magen. Im Magen wird es nämlich langsam sauer. Da wird nämlich Magensäure, sprich auch HCl, das ist Salzsäure, produziert und der pH sinkt auf 2. Das ist verdammt sauer. Das ist also, so sauer geht es kaum. Das heißt aber sehr aggressiv. Und da muss man aufpassen, dass man also versucht, so viel wie möglich die Pferde auch zum Speicheln anzuregen. Jetzt gucken Sie sich mal Ihr Pferd an im Stall. Was passiert in dem Moment, wenn Sie Kraftfutter füttern? Die Pferde stürzen auf das Futter, schlingen es runter. In 2 Minuten ist der Trog leer. Wird viel gespeichelt? Es wird nicht viel gespeichelt. Dafür ist die Fresszeit viel zu kurz. Wann wird gespeichelt? Wenn das Pferd genüsslich und langsam sein Heu kaut und das Heu so langsam und intensiv kaut, dass also das Ganze auch mit sehr viel Speichel sozusagen umschifft wird.
Und dieses schön eingeweichte, in Speichel eingeweichte Heu, das kommt dann in den Magen. Und die Magensäfte, die natürlich eine wichtige Aufgabe haben, werden aber dort gebunden und werden neutralisiert, sodass es im Prinzip zu einer normalen, ich sag mal, Weiterverdauung kommt. Denn das Futter im Magen selbst bleibt da nicht sehr lange. Es wird sehr schnell weitertransportiert. Haben wir kurze Fresszeiten, keine Neutralisation, einen sehr hohen Anteil an Stärken, was wir in Kraftfutter haben, kommt es sehr schnell zu einer Übersäuerung des Magens. Und der Magen selbst, das sieht man jetzt hier auch, habe ich so aufgeschrieben, hat einen sogenannten drüsenlosen, einen drüsenfreien und einen drüsenhaltigen Anteil. Die obere Kuppe, so kann man sich das nennen, das Ganze ist ja, sieht aus wie so ein Medizinball, so kann man sich den Magen beim Pferd vorstellen. Die obere Kuppel ist drüsenfrei, das ist also so eine Haut, wie wir die auf der Oberfläche hier wie auf unserer Haut haben. Und der untere Teil ist der, wo Drüsen sind und die produzieren diese Salzsäure. Wird die Salzsäure nicht gebunden, schwappt diese Salzsäure in den Magen und schwappt natürlich auch an die Wände hoch, die sich da eigentlich nicht für wehren können. Das heißt, es kommt sehr schnell zu sogenannter Magenschleimhautentzündung oder auch zu Magengeschwüren. Das ganze Futter wird jetzt weiter transportiert in den Dünndarm. Was passiert dort? Im Dünndarm kommt es dazu, dass die Gallensäuren freigesetzt werden, das heißt, sie werden in das Futter hineingegeben. Es gibt die ein oder andere Sage, dass Pferde keine Galle haben, das stimmt nicht. Die Pferde haben eine ganz normale Gallensekretion, also die Gallensäure wird genauso produziert wie auch bei anderen Tieren, nur sie kann nicht gespeichert werden, es gibt keine Gallenblase. Das heißt, es kommt zu einer kontinuierlichen Abgabe von Gallensäure und die Gallensäure ist dafür verantwortlich, Fette zu emulgieren, das heißt, Fette verdaulich zu machen. Das heißt also auch, unsere Pferde können sehr wohl Fett verdauen, möglichst nicht zu viel auf einmal, denn, wie gesagt, diese Speicherfunktion hat das Pferd nicht. Außerdem wird dort von der Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm auch dieses Bauchspeicheldrüsensekret abgegeben. Und das ist dafür verantwortlich, Eiweiße aufzuschließen. Also Gallensäure für Fette, dann die Bauchspeicheldrüsensekrete für die Eiweiße. Das ist erstmal ein großer Teil der Aufgaben, die im Dünndarm passieren. Und dann geht das Ganze ja weiter in den Blinddarm. Ich hatte ja eben schon gesagt, das ist eine Gärkammer. Gärkammer heißt, da passiert was aktiv. Da kommt es zu einem Gärungsprozess. Und dieser Gärungsprozess wird im Wesentlichen von den Bakterien beeinflusst. Das heißt also, man kann sich das vorstellen, wie zum Beispiel beim Bierbrauen. Ne? Kann man sich vorstellen, kommt es in einen großen Kessel, dort kommt es zu einer Fermentation. Ähnlich funktioniert das beim Pferd. Es kommt zu einer Verdauung dieser Bestandteile durch Bakterien. Also die Bakterien sind aktiv an dem Verdauungsprozess beteiligt. Und jetzt, dadurch, dass das ja so ein Blindsack ist, muss dieses angedaute Material wieder weiter transportiert werden. Es kommt also auch hier jetzt zu einer aktiven Kontraktion des Blinddarmes selbst. Und dann dieser Inhalt in den Dickdarm. Und im Dickdarm wird der Hauptteil der Energieresorption, also des Überganges von dem Futter, von dem Magen-Darm-Inhalt in den Körper an Energie produziert. Das heißt vor allen Dingen die Kohlenhydrate. Und die langkettigen Kohlenhydrate, die jetzt zum Beispiel in dem Blinddarm so ein bisschen zerhackt und zerkleinert wurden, die können jetzt im Blinddarm sehr effektiv weiterverdaut, weiter zerkleinert und dann vom Körper aufgenommen worden. Das heißt also, wir haben hier ein sehr effektives, Hintereinander von Arbeitsschritten, die dazu führen, dass also das Futter entsprechend seiner, Situation auch dann verdaut wird. Aber wir dürfen dem Pferd jetzt nicht irgendwas geben, was es nicht verdauen kann. Das heißt zum Beispiel hochenergetisches Futter in großen Mengen. Das ist eigentlich für ein Pferd gar nicht das richtige Futter. So, und dann haben wir noch natürlich den Mastdarm. Und ich sagte Ihnen eben schon, letztes Stück, 30 cm. Es kommt dazu, dass dort dieses Futter dieser Magen-Darm-Inhalt angetransportiert wird und kommt dann auch dazu, dass diese Ballen dort gestaut werden bis zu einem gewissen Reiz, wo der Körper oder das Signal kommt, jetzt ist alles voll, bitte entleeren. Und dann äppelt ein Pferd seine Äppel nach außen. Also, Futter
wichtiger Bestandteil für oder eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren dieses doch sehr, sehr langen und auch sehr komplexen Verdauungsmechanismus. Wie gesagt, nicht nur die Anatomie, sondern auch die begleiteten Keime sind hier ein ganz wichtiger Anteil. Damit Sie nochmal so eine Idee kriegen, wie groß sind so die Verhältnisse. Die Länge ist sicherlich eine Sache, aber ich hatte mir gedacht, die Länge sagt nicht so ganz so viel aus. Ich möchte Ihnen auch sagen, wie groß ist das Gesamtvolumen und vor allen Dingen, wie lange sind denn so die einzelnen Stationen? Und da komme ich mit dem Magen. Der Magen ist relativ klein, hat so eine Füllmenge von ca. 10 Litern, also im Verhältnis zum Pferd klein. Also wenn Sie so einen großen Medizinball nehmen, dann kommen wir so in etwa in diese Größenordnung. Und das Futter bleibt dort relativ kurz, also ca. eine Stunde. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie das Pferd, in welchem Situation das Pferd ist. Ist das Pferd gerade stark belastet, wird der Körper seine Energie mehr in die Muskulatur, der Bewegungsmuskulatur hineintransportieren? Ist das Pferd in Ruhe im Stall und kaut genüsslich sein Futter, wird also im Endeffekt dieser Verdauungsvorgang sehr physiologisch abgehalten und damit im Endeffekt auch diese Zeit deutlich besser eingehalten. Also die Verweildauer deswegen als circa eine Stunde hier angegeben. Jetzt wird dieses Futter ja aus dem Darm, in den Darm, also in den Dünndarm geschoben. Dieser Dünndarm 20 Meter hat aber eine Füllmenge von 64 Litern. Das hört sich relativ viel an, aber Sie werden gleich sehen, das ist gar nicht so viel. Warum? Weil nämlich der Querschnitt des Dünndarms relativ gering ist, 5 bis 7 Zentimeter Querschnitt. Das heißt also, da ist relativ wenig Volumen. 64 Liter ist zwar viel im Absoluten, aber wenn man das im Verhältnis sieht zu der Länge, ist es jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ja die meiste Masse. Das ist nicht die meiste Masse. Verweildauer 1,5 Stunden. Das heißt, der Dünndarm, der ist aktiv. Ja, das heißt, der Dünndarm, der transportiert diesen Inhalt, der da jetzt aus dem Magen kommt, der schon ein bisschen verdünnt ist, der angereichert ist mit Salzsäure, der jetzt weiter verdünnt wird über die entsprechenden Sekrete, Bauchspeicheldrüse und natürlich auch die Gallensäure. Dann dieses Sekret oder dieses Gemisch aus Futter und Säure und Sekreten relativ schnell durch diese lange Strecke. 1,5 Stunden für 20 Meter, das ist schon relativ zügig. Und jetzt kommt das Ganze in den Blinddarm, 1,20 Meter lang, Füllmenge 33 Liter. Ja, stellen Sie sich vor, eben hatten wir 20 Meter, 64 Liter, jetzt haben wir 1 Meter mit 33 Liter. Das heißt, der Querschnitt extrem viel breiter, richtig groß. Das Ganze kann man sich vorsagen wie so ein Blindsack, in den das also immer nur hineintransportiert wird, das Fermentieren eigentlich stattfindet und dann im Endeffekt auch ein aktiver Prozess mit diesen Bakterien, der stattfinden muss. Und aus dem Grunde ist auch die Zeit, in der sich dieser Futterbrei im Blinddarm befindet, relativ lange. 15 bis 20 Stunden, so lange ist der Futterbrei in dem Blinddarm und wird dort von den Bakterien immer weiter zerkleinert, zerhackt, verdaulich gemacht. So, das heißt, da ist natürlich ein deutlicher Unterschied zwischen Mensch und Tier. Diesen Blinddarmaktivität haben wir in der Form gar nicht. So, und dann irgendwann sagt der Blinddarm, so pass auf, jetzt ist dieser Inhalt so weit vorbereitet, dass er also wirklich für die Aktivität des Dickdarms auch gut entsprechend weiterverarbeitet werden kann. Und dann schiebt also der Blinddarm, indem er sich einmal kontrahiert, in den Dickdarm weiter. Und in dem Dickdarm, das sind 8 bis 10 Metern, also die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte des Dünndarms, aber Sie sehen schon 96 Liter Fassvolumen. Also der Dickdarm deutlich breiter, deutlich dicker, deshalb heißt es ja auch Dickdarm, also vom Volumen her deutlich anspruchsvoller, größer. Und hier sehen wir auch schon, der Querschnitt liegt bei 20 bis 30 Zentimetern zum Teil. Das ist also schon ein ganz ordentlicher Durchschnitt. Wenn Sie einen Zollstock sehen und da nochmal die Hälfte dazu, das sind 30 Zentimeter, so dick ist das Rohr, also wie größer als ein Feuerwehrschlauch. Und da verweilt das Futter dann auch nochmal relativ lang im Verhältnis zum Dünndarm, 10 bis 20 Stunden. Denn hier, was passiert hier, wird dieses vorverdaute Material aus dem Blinddarm weiter zerhackt und dann in Energie, das ist der Hauptenergiereservoir, in den Organismus überführt. Mastdarm 30 Zentimeter, da wird nur noch entsorgt. Ja, haben wir ja gesehen. Gesamtverdauungszeit variiert so ein bisschen, nachdem
was man auch füttert. Ja, je nachdem, Rohfaserreich dauert ein bisschen länger, wollen wir ja, dadurch die Ausnutzung des Futters besser. Rohfaserarm geht etwas schneller. Wir wissen ja, wenn wir also sehr eiweißreiches oder nicht Eiweiß, aber wenn wir sehr viel Kraftfutter füttern, das ist das richtige Wort. Es ist nicht nur Eiweiß, es sind auch sehr viele sehr verdauliche Kohlenhydrate drin, also Zuckeranteile drin, dann wird also im Prinzip die Darmdurchgangszeit schneller, was wir gar nicht wollen. Wir wollen durchaus eine physiologische Darmdurchgangszeit, damit die Nutzung dieses Futters auch tatsächlich stattfindet. So, und ich hatte Ihnen versprochen, ich bringe Ihnen zumindest mal so die ein oder andere Idee mal mit. Dieses ist ein Bild, was ich auch beim nächsten Mal zeigen werde. Es ist nämlich der Dünndarm. Und Sie sehen hier, dieser Dünndarm, um Ihnen einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie geht denn das eigentlich mit dieser Aufhängung da an dem Bauchhöhlendach? Dann sehen Sie, das sind so eine feste Haut. In dieser Haut befinden sich so ein paar bindegewebige Strukturen, die das Ganze dann auch stabilisieren. Und in der Parallel dazu verlaufen auch die Blutgefäße, denn der Darm muss ja sehr intensiv mit Blut versorgt werden. Denn das, was dort an Energie aus dem Darminhalt rausgeholt wird, muss ja weiter transportiert werden in den Organismus. Aus dem Grunde braucht es eben sehr viele von diesen Blutgefäßen. Und das hier ist ein ganz physiologischer Dünndarm, das, was wir da als Ilium bezeichnen. Oder als Duodenum bezeichnen, eigentlich ist es ja der Duodenum-Ilium-Anteil-Übergang hier. Und Sie sehen schon, hier ist was passiert, nämlich kurz hinter dem Magen hat sich ein kleiner Fremdkörper, kommt selten vor beim Pferd, in den Dünndarm eingepiekt. Sie sehen in der rechten Hälfte so einen kleinen Draht, der also durch den Darm hindurchgegangen ist und natürlich hier eine deutliche Reizung gemacht hat und das natürlich auch deutliche Bauchschmerzen gemacht hat beim Pferd. So, jetzt kommen wir mal in den Bereich und ich will Ihnen so ein bisschen nochmal so diese Passage nochmal ein bisschen erklären, spezifische Stellen im Bereich des Magen, des Dünndarms und des Blinddarms, einfach um Ihnen nochmal zu sagen, was kann da an welcher Stelle passieren, warum stört sich da das System und was gibt es für, ich sag mal, Gefahrenstellen. Und da fange ich mit dem Schlundrohr mal an, das ist der Speiseröhre, die in den Magen eingeht. Und wir wissen ja alle, Pferde können nicht kotzen, das heißt ja immer so schön, aus dem Grunde, weil der Mageneingang ist nicht gerade in den Magen, sondern verläuft schräg. Und wenn der Druck im Magen steigt, drückt sich sozusagen dieser schräge Eingang zu. Und meistens ist es ja so, wenn es uns schlecht geht, dann fangen wir an zu krampfen. Dieses Krampfen erhöht den Innendruck in dem Magen. Der Magen drückt dann also diese Klappe sozusagen gegen die gegenüberliegende Wand und verschließt den Ausgang und dadurch können die Pferde eben nicht brechen. Sie wissen ja auch bei einer Kolik, was macht der Tierarzt? Er nimmt die Nasenschlundsonde, führt das in den Magen ein, um diesen Überdruck dann aus dem Magen herauszulassen. Also das war das Schlundrohr. Das hier, wie gesagt, Mageneingang, dieser schräg verlaufende Eingang und es ist eine Art Ventilfunktion, nenne ich es einfach mal. Wenn Sie jetzt im Magen sind, haben wir diese Drüsen oder drüsenfreien Bereich. Das ist also insofern problematisch, weil durch eine, ich sage mal, nicht physiologische Fütterung oder starken Stress beim Pferd, auch das kann es auslösen, kommt es dann zu so einer, ich sage mal, Entzündung der drüsenfreien Bereiche. Und da kann es natürlich zu Magengeschwüren kommen. Die führen zu Magenschmerz, die führen zu Kolik. Jetzt haben wir den Magenausgang, das nennt man den Pylorus, das ist also der Übergang zwischen dem Magen und dem Dünndarm. Und hier in diesem Bereich haben wir eine sehr große Gefahr, dass sich genau in diesem Ausgangsbereich auch ein Geschwulst etabliert und diesen Ausgang verkleinert. Dadurch kommt es sehr schnell mal zu einer Magenüberladung. Warum? Weil der Magen eben seinen Entleerungsprozess in den Dünndarm nicht richtig durchführen kann. Der Dünndarmdurchmesser ist 5 bis 7 Zentimeter, das heißt, aus dem großen, dicken Magen geht es in ein dünneres Rohr. Auch da kann es natürlich in diesem Übergang in der Magenentleerungssituation schwierig werden. Und Sie haben eben gesehen, auf dem Bild schon, dass dieser Dünndarm relativ lang aufgehängt ist. Das heißt, er hat eine sehr große Beweglichkeit in der Bauchhöhle. Das ist zwar sehr schön, kann aber im Einzelfall problematisch sein, denn es gibt überall auch zwischen zum Beispiel dem Magen und der Leber ein Loch. Da kann sich der Dünndarm, da kann es reinfallen, weil es eben nicht so stark aufgehängt ist und nicht so stark gebunden. Und dieses Reinsinken kann dazu führen, dass sich der Darm einklemmt. Also auch das ist ein Problem. Wir kommen jetzt aus dem langen Leerdarm, den wir ja eben gesehen haben, ist der größte Anteil des Dünndarms, in das Ilium, das ist der Grimmdarm,
Entschuldigung, der Hüftdarm. Der Hüftdarm ist im Endeffekt der Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm oder zwischen Dünndarm und dem Blinddarm. Und an dieser Stelle, der ist relativ kurz, aber auch ein bisschen eng. Es ist so eine, ich sage mal, Prädispositionsstelle. Also viele Pferde kriegen an dieser Stelle eine Verstopfung. Also die Verstopfung im Iliumbereich relativ groß. Dann haben wir ja gesehen, dieses Einbringen in den Darminhalt, das passiert über das Ilium, über diesen Hüftdarm. Und da kann es schon mal sein, dass also beim Einbringen es eben zu einem Stocken kommt oder, das ist noch problematischer, dadurch, dass der Blinddarm als Sackgasse konstruiert ist, dass die Aktivität des Blinddarms einfach erlischt oder zu wenig ist. Dann im Prinzip, dass der Blinddarm nicht in der Lage ist, sein Futter weiter zu transportieren in den Dickdarm. Es kommt dann zu einer Blinddarmverstopfung. Dadurch, und das ist die Gefahr dabei, dass der Blinddarm, wenn er verstopft ist und wenn er nicht mehr aktiv ist und sich nicht entleeren kann, dass durch die Gärprozesse natürlich dort Gase entstehen. Und wenn die Gase natürlich diesen Blinddarm dicker und dicker aufblähen lassen, dann kann man sich vorstellen, dann tut das unheimlich weh. So, die Verstopfungsgefahr in Verbindung mit diesem Blähfaktor führt natürlich dann zu extremer Schmerzhaftigkeit. Nur damit Sie noch mal eine Idee haben, das hier ist die Blinddarmspitze. Sie sehen also, der Blinddarm ist zum Teil noch im Pferd. Ein Großteil dieses Blinddarms guckt aus dem Pferd heraus. Warum? Weil dieser Blinddarm eben dieses starke Aufgasen hat, von dem ich gerade sprach, weil die Bakterien produzieren ja ein Gas, Methan. Und dieses Methan, was zum Beispiel in einer Energiegewinnungsanlage durchaus auch als Energie abgeführt wird, weil die Bakterien da drin dieses Methan produzieren, wird hier genauso produziert in diesem Blinddarm. Nur der Blinddarm kann es eben nicht so weiter transportieren oder er ist so verstopft, dass das Gas nicht weg kann. Und dann sieht das so aus wie in diesem Bild hier. Also eine Blinddarmaufgasung ist für die Pferde extrem schmerzhaft. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. So, dann gehen wir mal im Bereich des Dickdarms. Da haben wir einmal das große Kolon. Ich sagte Ihnen eben schon, das sind zwei so hufeisenförmig geformte Lagen übereinander. Einmal die ventrale und die dorsale Lage. Das heißt, es geht einmal unten wie ein Hufeisen rum und dann oben wie ein Hufeisen rum. Das ist ein relativ großer Bereich, der von diesen großen Kolon die Bauchhöhle ausfüllt. Und das Ganze wird natürlich immer, muss ja immer irgendwo um die Kurve gehen. Und da gibt es eine Kurve vorne am Diaphragma, das ist das Zwerchfell, und es gibt eine Kurve im Becken, und das ist die Beckenflexur. Und das haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn der Tierarzt sagt, Menschenskinder, der ist total verstopft, dann ist es sehr, sehr häufig, die Beckenflexur, kann man sie sehr gut fühlen, wenn man also hinten rektal eingeht, ist man unmittelbar auf dieser Beckenflexur und kann sie gut durchtasten. Und es ist zweitens eine Engstelle und es muss um die Kurve. Und dieses Futter, was da jetzt reintransportiert wird, kommt aus dem Blinddarm, kommt in den Dickdarm, relativ dickes Volumen. In der Kurve wird das Volumen etwas enger, der Schlauch wird etwas dünner und es muss um die Kurve. Und dieses, ich sag mal, mechanische Problem führt dann sehr, sehr häufig zu einer Beckenflexurverstopfung und manchmal dann auch, weil das Ganze, die Beckenflexur vor allen Dingen frei beweglich ist, die hat nicht diese Aufhängung wie die sonstigen Darmteile, kann es sich auch sehr schnell mal drehen. Ja, wenn also die Aktivität gegen einen Widerstand drückt und die Verstopfung dazu führt, dass es einfach nicht weitergeht, die Mobilität des Darmes aber weiter versucht, weiterzuschieben, kann sich dieser Darm in sich dann auch mal verdrehen. Das geht relativ schnell. Man spricht dann von einer Torsio oder einer Dickdarmverdrehung. Und dann geht das Ganze weiter. Wie gesagt, wir haben verschiedene Drehungen und Wendungen, die im Prinzip das Ganze immer wieder oder einem eine gewisse Gefahr bilden. Und dann geht es im Grunde genommen auch an dem Milz und an der Niere vorbei. Milz-Niere ist im Prinzip auf der linken Seite der Bauchhöhle. Und beim Pferd gibt es die Konstruktion, dass zwischen der Milz und der Niere ein Band ist. Und über dieses Band kann sich durchaus auch mal dieses Kolon drüber lagern. Das ist natürlich dann nicht besonders schön, weil auch da kann es wie in einer, ich sag mal, in der Situation, als ich gesagt habe, der Dünndarm fällt in irgendein Loch rein, kann es hier über das Überwerfen, über dieses Milz-Nierenband zu einer sehr problematischen Situation kommen. Gut, und dann geht es weiter vom Kolon Aszendens, dem großen Kolon, in dieses Querkolon, in das Kolon Transversum. Und genau an dieser Stelle ist eine magenähnliche Erweiterung. Das heißt, das sowieso dicke Dickdarmrohr wird nochmal ein bisschen dicker und danach wieder ein bisschen dünner.
Und diese magenähnliche Erweiterung ist ein ganz häufiger Bereich, wo sich auch wieder Futter reinstaut und kann dann durch das weitere, dünnere Rohr nicht entsprechend weiter transportiert werden. Auch da wieder sehr häufig eine Verstopfungsgefahr. Und dann kommt es zu dem Endstück, dem letzten Teil des Kolons, des Dickdarms. Das ist der absteigende Bereich, der ist der kleinere Bereich, ist aber von seiner Aufhängung relativ locker, sodass es auch hier schnell mal zu einer Verdrehung kommen kann. Und dieser Darm, Sie sehen es gleich nochmal, der ist nicht mehr so ganz glatt, sondern der ist so ein bisschen gefaltet. Und diese Falten sind die Strukturen, die nachher dann dafür verantwortlich sind, dass die Pferdeäpfel aussehen, wie sie aussehen. Trotzdem ist dieser Bereich auch anfällig für Verstopfung und dann geht es natürlich nachher ins Enddarm. Sie sehen hier diese Poschen und Falten, die Sie hier sehen. Das ist also so ein bisschen die Form eines Dickdarms, der dann im Endeffekt diese Bällchenform von den Pferdeäpfeln sozusagen formiert. Ja, das ist also alles ein schwieriges Thema, das weiß ich, und es ist auch relativ schwer nachzuvollziehen. Ich wollte aber nicht ganz so viele dramatische Bilder heute hier reinbringen. Es ging einfach mir mal so ein bisschen um die Anatomie. Und die Komplikationen im Verdauungstrakt können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn wir das dann nochmal für uns so ein bisschen überlegen. Was machen wir denn da eigentlich bei der Fütterung? Das geht ja direkt auf diese Magen-Darm-Konstruktion ein. Das heißt also, das Kraftfutter mit zu viel Stärke geht in den Dickdarm. Der Dickdarm ist eigentlich dafür da, die Zucker zu verdauen. Wenn die Stärkemoleküle zu groß sind, zu lang sind, schlecht verdaulich sind, kommt es zu einer Fehlbildung von Bakterien. Dadurch kann es zu einer zum Beispiel Hufrehe auch kommen. Dann so ein bisschen als Faustregel, damit wir so ein bisschen gucken, dass es also im Endeffekt so ein bisschen physiologisch bleibt, heißt pro Mahlzeit nicht mehr als 1 Gramm Stärke pro Kilogramm Körpermasse. Das ist natürlich schwierig nachzugucken, aber die meisten können das also schon mal abschätzen. Entweder steht es auf dem Futterbeipackzettel oder man füttert reinen Hafer. Dann gehen Sie ruhig mal an den Futtermittelhändler und sagen, Mensch, was haben wir denn hier für einen Stärkeanteil? Sie gehen auch ruhig mal ins Internet, gucken Sie mal, dass Sie mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie viel Stärke ist denn in den einzelnen Futtermitteln, was mute ich dem Pferd überhaupt zu? Und 1 Gramm Stärke pro Kilogramm Körpermasse pro Mahlzeit, also es soll einfach nicht eine Riesenmasse auf einmal in das Pferd, sondern wenn dann auch verteilt gegeben werden, sollten wir nicht überschreiten. Schlechte Futterqualitäten führen eben dazu, dass eben diese Magen-Darm-Bakterien ihre Aufgaben nicht entsprechend übernehmen können. Zu viel Eiweiß, eben auch das Thema, ist der Organismus gar nicht darauf eingerichtet. Es kommt eben nicht mehr zu einem vernünftigen Verstoffwechseln und die Bakterien, die eigentlich die Kohlenhydrate abbauen sollen, also Zucker abbauen sollen, sind dann im Prinzip gestört in ihrer Menge. Wenige Mahlzeiten führen dazu, dass die Rohfaser sinkt. Auch das ist nachvollziehbar. Dadurch haben wir eben keine vernünftige, gleichmäßige Füllung des Magen-Darm-Trakts. Es kommt schnell zu Fehlgärungen und auch zu Sistieren, also Verringerung der Magen-Darm-Aktivität. Und wenn wir unsere Pferde arbeiten, heißt das, dass die Energie, die Muskelenergie, die Aktivität abgezogen wird vom Magen-Darm-Trakt, fließt ja jetzt in das Reiten, in die Bewegung. Das heißt, für den Darm ist nicht mehr die eigentliche Konzentration an Aktivität da. Und dann kommt es eben sehr schnell zu Verstopfung. Deshalb heißt es ja auch, nicht unmittelbar vor dem Reiten füttern, sondern wenn, erst reiten, dann füttern. Das macht dann Sinn. Stress ist ein Thema. Giftstoffe natürlich auch, überhaupt keine Frage. Und die Parasiten. Sie können sich vorstellen, Parasiten fühlen sich durchaus da sehr wohl. Die Bakterien schließen also das Futter sehr gut auf. Das heißt also, Futter wird zerkleinert vom Pferdemaul, also von den Zähnen. Dann kommen sie in den Magen, gibt ein bisschen HCl dazu, dann wird es nochmal aufgeknackt. Der Dünndarm macht einen Haufen Arbeit, der Dickdarm, der Blinddarm macht viel Arbeit, Vorarbeit. Und dann setzen sich die Parasiten sehr gern in den Dickdarm, sitzen da und kriegen sozusagen wie Schlaraffenland ihr Futter schon perfekt da präsentiert. Nur das Futter, was die Parasiten aufnehmen, fehlt dem Pferd. Also die Parasiten sind tatsächlich dann diejenigen, die die Energie wegnehmen und durchaus auch den Darm in Einzelfällen schädigen können. Zu wenig Bewegung ist ein Thema, das hatte ich Ihnen auch schon gesagt, dass die Bewegung einen wesentlichen Anteil für die Darmmotorik hat und ein hoher Strohverzehr, also wenn wir zu viel Stroh füttern und gar keinen
Heu, dann hat es eine sehr geringe Restfeuchte, dann dickt es extrem ein und verdickt es, können eben an diesen Engstellen, vor allen Dingen im Dickdarm, dann zu irgendwelchen Verstopfungen führen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein makabres Bild, aber das wollte ich Ihnen nur so als Überleitung bringen. Und wie das in der Bauchhöhle aussieht, und zwar richtig, wie das Einzelfall aussieht, das zeige ich in den 14 Tagen. Ich dachte, ich sage schon mal ein bisschen früh, denn der eine oder andere sagt, nee, das will ich mir nicht angucken, verstehe ich auch. Der eine sagt, Mensch, das interessiert mich, das verstehe ich natürlich. Und das heißt, wenn Sie also da so ein bisschen, ich sag mal, interessiert dran sind und da auch so das ein oder andere Bluttropfen nicht unbedingt scheuen, dann lade ich Sie ein, nächste Woche gerne dabei zu sein oder in 14 Tagen, nicht nächste Woche. Ja, Zeit für Ihre Fragen. Ich denke, da wird sicherlich das ein oder andere an Fragen kommen. Mal gucken. Da fragt Annette Kaiser, ich schalte das hier mal um, fragt Annette Kaiser, wie kommt das Futter aus dem unteren Teil des Blinddarms wieder in den folgenden Darm? Ja, das ist also sehr richtige Frage. Das heißt, der Blinddarm, der muss aktiv sich zusammenziehen und sozusagen den Futteranteil rausquetschen und in den Dickdarm sozusagen reinschieben. Also es ist eine aktive Beteiligung, weil ja das Ganze als, ich sage mal, Sackgasse funktioniert, es geht nicht weiter, es muss also den gleichen Weg wieder zurück. Das geht durch eine Kontraktion, also durch ein Zusammenziehen des Blinddarms. Dadurch funktioniert das. So, helfen Kohleprodukte wie zum Beispiel Huminsäure dem Pferd bei der Verdauung oder können sie schaden? Die Kohleprodukte könnten auch schaden. In dem Moment, wenn Sie nämlich ein Futter haben, was ohnehin stark eingedickt ist und Sie geben nochmal Kohle hinzu, was ja nochmal Feuchtigkeit bindet, dann könnte es sein, dass also das so stark eindickt, dass es eben zu einer Verstopfungstendenz kommt. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welchen Mengen man das gibt. Kohle gibt man ja auch nicht als Prophylaxe, sondern Kohle gibt man ja nur, wenn das Pferd vielleicht Durchfall oder was ähnliches. Magdalena Dreska fragt, wie bemerke ich selbst als Pferdebesitzer, ob mein Pferd Magenprobleme hat? Da gibt es so ein paar Punkte, die man zumindest mal aufmerksam hinterfragen sollte. Der erste Punkt ist, ich nehme meinen Sattel, lege das Pferd, den Sattel aufs Pferd und gurte an und das Pferd wehrt sich, während ich diesen Gurt anziehe. Wäre für mich zumindest schon mal ein Punkt, wo ich drüber nachdenken würde. Da unten ist nämlich in der Mitte der Gurtlage etwa ein Punkt, der durchaus als, ich sag mal, Magenpunkt angesprochen wird und der eine gewisse Sensibilität signalisiert. Und wenn wir da diesen Punkt mit dem Sattelgurt treffen, dann können wir durchaus das schon mal als Signal aufnehmen. Das zweite ist, wenn Sie das Pferd beobachten, es nimmt zum Beispiel Kraftfutter auf und es steht dann beim Kraftfutterfressen da und flämt zum Beispiel mal. Das kann passieren. Auch das könnte so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also Magengeschwür, auch ein Thema, was eventuell mit dem Habitus im Stall zusammenhängt. Und dann in extremen Fällen, habe ich schon relativ häufig gesehen, ist, dass die Pferde Rittigkeitsprobleme bekommen, vor allem Springpferde, wenn sie auf der anderen Seite landen und das Wasser im Magen, dieses HCl, dieses saure Wasser, hin und her schwappt und dann an diese drüsenlose Haut im oberen Bereich kommt, dann kommt es zu einem Schmerz des Pferdes und die Pferde reagieren dann damit, dass sie einfach nicht mehr bewegen wollen. Die werden träge, die werden faul, die wollen auch dann nicht mehr springen. Nicht, weil ihnen irgendwelche Beine wehtun, sondern weil ihnen einfach der Magen wehtut. Also das sind alles so Dinge, die sollte man zumindest berücksichtigen. Ansonsten ist also der Magen nur durch eine Endoskopie anzuschauen. Also das ist heute auch relativ Standard. Auch kein Riesending, also das ist also für die Pferde, ich sage mal, nicht besonders schön, aber es ist nicht so, dass ich sage, damit quält man ein Pferd, wenn man das Pferd endoskopiert. So, Lea Hoffmann fragt, welche Struktur erzeugt die Geräusche, wenn man zum Beispiel bei Verdacht auf Kolik sein Ohr an die Flanke hält? Alle. Das heißt also, wenn man das Ohr an die Flanke hält, kann man theoretisch alle Darmteile hören. Der Dünndarm, das ist ein sehr wässriges oder dünnes, breiiges Material, das gluckst so ein bisschen mehr. Dann auf der rechten oberen Seite der Bauchhöhle, dann hört man zum Beispiel auch so ein Einspritzgeräusch. Das heißt also dann, wenn das aus dem Hüftdarm in den Dickdarm das Futter sozusagen reingespritzt wird, das hört man. Man hört diese Kontraktionswellen des Blinddarmes, wenn er das Futter in den Dickdarm weiter transportiert.
Und man hört natürlich auch sehr gut die Dickdarmaktivität, die ist sehr viel ruhiger und eher so ein bisschen ruhig schubweise. Nicht so gluckernd, sondern ein bisschen schubweise. Das ist natürlich etwas sehr pauschal, was ich hier sage, aber das sind so die Aktivitäten. Das heißt, einmal bedingt durch die Tätigkeit des Darmrohres, sich zu kontrahieren, das Futterbrei weiterzuschieben und zum Zweiten natürlich auch durch die Gasbildner, das heißt die Bakterien, die zum Beispiel im Blinddarm eben Methan produzieren. Welcher Darmbereich ist betroffen, wenn Pferde durch Stress eine Krampfkolik haben? Auch das kann im Prinzip jeder Darmteil sein. In der Regel ist es allerdings der Dünndarm. Das heißt also, diese starke Kontraktionswelle, die ja ohnehin im Dünndarm viel aktiver ist, weil ja die Darmdurchgangszeit im Dünndarm sehr schnell verläuft, ist natürlich auch da diese Krampfsituation sehr viel schneller erreicht als zum Beispiel beim Dickdarm. Also Dickdarm eher weniger, aber Dünndarm deutlich. Welche Art Darmgeräusche sprechen für Kolik? Ist ein bisschen schwierig, jetzt so ohne ein Beispiel das zu erzählen, aber ich sag mal, eine kontinuierlich hektisches Kontrahieren führt zu einem schubweise intensiven Geräusch und dann wieder zur Ruhe. Während der physiologische, der normale Darmgeräuschpegel ist, eine gewisse Kontinuität von Darmgeräuschen hintereinander weg. Also, ich würde es auch nie von einem Abhören davon abhängig machen, wie so ein Darm funktioniert. Da braucht man A, ein bisschen Übung, zum Zweiten in der Regel dann doch direktale Untersuchungen, um es dann ein bisschen besser beurteilen zu können. Dann habe ich die Frage, bei Blähung füttere ich gern Fenchel, Kümmel, Anis und Kamille. Gut oder sinnlos? Wie wirkt es am besten? Ich mache es immer mit etwas Wasser wahrscheinlich. Also, Fenchel und Anis ist sicherlich okay. Kamille wäre ich sehr vorsichtig. Kamille wird immer so assoziiert mit einer sehr guten, beruhigenden Wirkung. Kamille kann sehr stark auch reagieren und in einer hohen Konzentration sogar reizend sein. Also insofern ist das, muss man ein bisschen differenzieren. Aber wie gesagt, bei Fenchel, Anis, Kümmel auch etwas weniger, würde ich sagen, geht. Blähungen sind eigentlich beim Pferd so eine normale Situation, weil durch diese Gasbildner eben sehr viel Blähungen entstehen. Wenn sehr viel Blähungen da sind oder mehr als üblich, dann muss man sich überlegen, ist die Bakterienzusammensetzung im Magen-Darm denn wirklich physiologisch und sollte man da vielleicht mal ansetzen. Wie steht es mit Blockaden in der Sattellage und Neigung zur Verstopfungskolik? Ich denke, da werden wir so ein bisschen vielleicht esoterisch, das will ich nicht. Also da muss man aufpassen, dass man das nicht durcheinander wirft und da zu viele Verbindungen schafft. Aber was man durchaus natürlich herstellen könnte, ist, wenn ein Pferd schmerzhaft ist beim Gurten, wie ich es eben am Anfang gesagt habe, dass das Pferd sich dann natürlich im Rücken nicht mehr loslassen wird, das ist sicherlich nachvollziehbar. Und es ist auch so, dass dann natürlich es zu einem Festhalten des Pferdes kommt, durch diesen Magenschmerz kann es durchaus auch schon auch zu einer Verstopfungskolik kommen. Ich will es nicht ganz ausschließen. Wie kann man die Darmbakterien optimieren? Optimieren können Sie, indem Sie, ich sage mal, zumindest mal die Bakterien, die das Pferd in seiner großen Zahl benötigt, durchaus im Einzelfall mal unterstützend dazuführen. Also ich habe immer ganz gute Erfolge mit Joghurt. Joghurt ist also von seiner Zusammensetzung her zumindest so, dass es die Magen-Darm-Besiedlung unterstützen kann. Zum Beispiel ein Pferd nach einer längeren Antibiotikakur aufgrund irgendeiner Erkrankung, muss man natürlich schauen, wie kriegt man die Bakterien wieder in ein Gleichmaß, denn Bakterien reagieren ja auf Antibiose und es ist durchaus so, dass an die Antibiose so viel Bakterien, eliminiert, dass eben ein Zuführen von Bakterien dann auch wieder sinnvoll ist. Mit Bierhefe kann man auch unterstützen, ich würde es nicht übertreiben, da kann man auch zu viel machen. Also ich würde Bier- und Bäckerhefe ergänzen im Einzelfall, aber nicht permanent und immer dazu führen. Ich denke, das macht keinen Sinn. So, ich hoffe, dass ich so einigermaßen die Fragen hier alle beantwortet hatte. Ich wünsche Ihnen natürlich, wie immer, ich schalte mal wieder auf mein Bild hier,
dass Sie auch nächstes Mal dabei sind. Ich habe Ihnen hier nochmal alles aufgeführt, wo Sie sich eventuell auch informieren können über die Dinge, die auch in der Vergangenheit gelaufen sind. Die sind ja zumindest zum Großteil aufgezeichnet. Also wenn Sie da Lust und Laune haben, da mal reinzuschauen, können Sie es gerne tun. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiedersehen. Bleiben Sie und Ihr Pferd gesund. Bis dann.